1. Wir verlieren bei der Wiener Austria mit 3:1. Markus, bitte um dein Spielresümee. Ja, wenn man die letzten paar Minuten hernimmt, dann könnte man meinen, dass das ein enges Spiel war. Für mich war das über weite Strecken nicht der Fall. Die Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit nicht das am Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Teilweise zu hektisch, dann zu, ja, einfach zu unklug in gewissen Momenten, auch mit individuellen Fehlern, die den Gegner immer wieder noch gefährlich werden hat lassen. Also nehmen wir jetzt nur das zweite Tor her, wo man im Spielaufbau den Ball verlieren, dadurch der Freistoß entsteht und der natürlich grandios geschossen war. Aber nochmal, dass wir im Spiel geblieben sind, war unserem Torhüter zu verdanken, der wieder grandios gehalten hat, und ja, mit dem 2:1 hat das Spiel natürlich komplett einen neuen Schwung bekommen. Unter Umständen hätte es da als 2:2 machen können, und ja, wäre aber für mich überhaupt nicht verdient gewesen, weil die Mannschaft heute sie den Sieg nicht verdient hat, wenn eine andere Mannschaft über so weite Strecken einfach die bessere Mannschaft ist mit den besseren Chancen. Deswegen ja, ist es eine Niederlage, die man ganz einfach auch sagt, dass wir ja, mit so einer Situation, so ein wichtiges Spiel für uns zu haben, heuer einfach unser Thema haben. Ist ärgerlich, weil heute eine riesengroße Chance gelassen worden ist von uns, und das ist ärgerlich. Danke, bitte mal bei Fragen. Bitte schön. Markus, du hast das angesprochen, die erste Halbzeit. Ich meine, so kurz nach dem Spiel, die Mannschaft hat nicht wirklich, salopp gesagt, bereit gewirkt. Und du hast auch angesprochen, es war nicht zum ersten Mal, dass ihr eine Möglichkeit gehabt habt, einen Konkurrenten abzuhängen, habt es aber nicht genutzt. Was am Ende ist, am Ende beides eine Kopfsache? Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Führung der Qualifikationsgruppe heute verspielt haben. Heute war wieder eine Möglichkeit. Aber die Summe der Spiele macht es ganz einfach aus. Finde grundsätzlich, ja, die erste Halbzeit ist ja nicht so, dass wir keine Chancen gehabt hätten, aber der Gegner hat halt mehr gehabt, und wenn man unsere Historie in der heurigen Saison hernimmt, dann sieht man ganz einfach, dass das, was wir produzieren und am Ende uns erarbeiten und mit zählbaren machen, einfach überhaupt nicht passt, und trotzdem darf man es so noch nicht verteidigen. Also nochmal, dass es nur 2:0 gestanden ist, war ein Segen, dass du in der zweiten Halbzeit die tollen Möglichkeiten der Wiener Austria, dass die sie nicht gemacht haben, knapp vor 2:1, ja, nochmal ein großes Glück. Dann mit dem 2:1, finde ich, waren wir die bessere Mannschaft, können das Spiel vielleicht ja sogar noch drehen. Nochmal, hätten wir uns nicht verdient. Was mich am Auftritt in der ersten Halbzeit vor allem gestört hat, war die Tatsache, dass du erst nach dem Gegentreffer für mich noch bereit warst. Nochmal, da sind ein paar Spieler für mich heute einfach überhaupt nicht in der Situation gewesen, dass ich mir das Gefühl gegeben habe, sie wären wirklich bereit, und deswegen haben wir in der Halbzeit gleich klar einmal versucht, was zu verändern. Bitte. Bitte schön. Ja, also so wie man. Ja, wird wahrscheinlich 7-8 spielen, oder? Das wird ein Thema sein, so wie es momentan ausschaut, sage ich mal, sowohl die Austria, also wir, relativ gute Möglichkeiten, das zu erobern. Und unser Ziel grundsätzlich ist es, 7. zu werden. Ja, ich glaube, die Möglichkeit haben wir noch. Es wird, glaube ich, bis zum letzten Spieltag eine spannende Kiste sein. Aber nochmal, wir haben in der ganzen Qualifikationsrunde zu viel hergeschenkt. Ist jetzt dann mühevoll, darüber zu diskutieren. Fakt ist, man kann bei der Wiener Austria verlieren. Das ist jetzt dann für mich jetzt dann nicht das große Thema. Die Art und Weise, wie wir uns teilweise heute präsentiert haben, ist schon ein Thema für mich. Aber das ist auch etwas, was ich mit der Mannschaft natürlich besprechen muss. Bitte. Nein, alle Spiele gegen die Wiener Austria sind jedes Mal da. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da sind und die Wiener Austria da oder umgekehrt. Das ist es nicht. Auch das heutige Spiel muss man richtig interpretieren. Also man muss da vorsichtig sein, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Klar ist es, das ist eine ganz enge Kiste. Und
glaube schon, dass meine Mannschaft das, was heute passiert ist, richtig einordnen soll. Dafür sind wir natürlich verantwortlich, aber das Thema sehe ich jetzt nicht. Gibt es eine Frage? Wenn nicht, dann danke und eine schöne Woche.